Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Was davor und danach passiert, das muss man natürlich auch irgendwie abbilden und vor allem Brücken bauen zwischen diesen einzelnen Dingen. Ja, und absolut. Da kann ich zwei Beispiele, eins für davor und eins für danach. Dass ich zum Beispiel, also ganz witzig war, ein Kunde von mir, er hat mich mal angesprochen und gesagt, ich will jetzt eine neue Webseite haben, und er hat sich ausgerechnet, er will 10.000 Besucher auf seiner Webseite haben. Weil am Tag. Im Monat. weil er sich da ausgerechnet hat, mit 10.000 Besuchern würde er auf die und die Leadzahl kommen, und mit der Leadzahl könnte er dann so und so viele Kunden pro Monat bearbeiten. Ich muss dazu sagen, eine kleine Management-Consulting-Firma hier in München. Und dann haben wir spaßeshalber mal geschaut, wie viele Besuche jetzt gerade sind, und es waren durchschnittlich 300 pro Monat. Und ich wusste, dass er auf relativ vielen Events unterwegs ist, Vorträge geben, Workshops halten und so weiter. Und habe mich spaßeshalber mal einfach seinen Kalender genommen und den unter die Statistik gepackt. Und man hat eine 1-zu-1-Korrelation gesehen. Also auch in der Größe ja beispielsweise, wenn er vor 100 Leuten gesprochen hat, dann waren am nächsten Tag 50 Leute auf der Webseite. Und er hatte direkt vor seiner Zielgruppe relevante Themen angesprochen. Und die Frage war dann einfach, wieso brauchst du eine neue Webseite? Es würde doch einfach reichen, wenn du eine Brücke baust von einem Vortrag zum Beispiel zur Webseite hin. Also beispielsweise die Folien nochmal als Download auf einer eigenen Landingpage anbieten oder vielleicht ein White Paper, vielleicht ein Cheat Sheet, was auch immer einen Mehrwert bringt für die Zielgruppe. Und jetzt kannst du natürlich sagen, das ist eine komplett triviale Sache, und das sage ich, ja, ist es auch. Da gibt es auch viele verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas machen kann, aber das Unternehmen mal in so eine Struktur zu bringen, dass sie über solche Prozesse nachdenken, das ist die schwierige Sache. Und das Beispiel für nach der Webseite, da hatte ich vor kurzem einen Kunden, der sich mit Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie auseinandersetzt und da auch für eine bestimmte Norm Audits und Zertifizierungen anbietet. Und die werden normalerweise, so wie man erzählt hat, alle 7, 8 bis 10 Jahre werden die abgedatet. Das heißt, spätestens da braucht ein Zulieferer beispielsweise ein neues Zertifikat beziehungsweise ein Audit für eben genau diese Version des Zertifikats. Das heißt, teilweise hat er so Sales-Zyklen von eben bis zu 7, 8 Jahren. Und ist halt auch eine spannende Frage, wie kann man so einen Zyklus abbilden, wie kann man da einfach über 7 Jahre in Kontakt bleiben mit möglichen Interessenten, die nach 7 Jahren Kunden werden. Und das ist natürlich jetzt ein Extremfall, aber ich sage mal anders, auf der anderen Seite, im meisten B2B-Unternehmen hat man solche Zyklen, die 12, 18 Monate durchaus dauern können. Und da wird zum Beispiel auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, sondern Hauptsache mal hier Website und Team drauf und vielleicht irgendwie eine Case Study und wie toll wir sind, aber ja, das sage ich halt, da bringt dir eine Website nichts, wenn du nicht in dieses Prozessdenken reingehst und eben sagst, wie kann zum Beispiel eine Website als Werkzeug mich besser machen oder beziehungsweise Prozesse von mir besser machen. Und ich sage es halt immer so, dieses Outcome, also das Ergebnis, sind eigentlich immer relativ triviale Dinge, gleich wie ein Positionierungsstatement. Da kommen durchaus extrem einfache Sachen raus, wo jeder drauf schaut und sagt, das hätte ich auch drauf kommen können. Aber diesen Prozess, das Unternehmen dahin zu bringen, dass sie eben solche Prozesse verstehen, das ist eben dieses Schwierige. Und warum es, glaube ich, auch nicht jeder macht und nicht jeder kann. Ja. Nochmal auf die Website. Ich finde es ein geiles Beispiel, weil, wie du sagst, ist total trivial, aber keiner denkt dran. Ja, also wirklich zu sagen, wie verlängere ich tatsächlich aus meinem Vortrag auf die Website? Und vor allen Dingen, ich muss natürlich schauen, dass das perfekt inszeniert ist, authentisch, aber inszeniert ist, also spannend gemacht ist, weil ich habe natürlich den Medienbruch, ne? Also ich muss natürlich schaffen, dass die Zuschauer mich auf der Bühne erleben
Und das muss so nachhaltig sein, dass die Leute anschließend auf meine Website gehen, sich im Idealfall in meine Newsletterliste eintragen beispielsweise. Genau. Wir hatten am Anfang, du hast auch schon darauf hingewiesen, um da auch mal eine Zahl zu nennen, es gibt Statistiken, die weisen nach, dass im Internet die Leute 10-mal schneller abwandern, ja, als das im realen Leben der Fall wäre. Also als wenn jemand in meinen Laden kommen würde. Ja. Warum? Weil ich kann natürlich hier auf der Website jetzt nicht so sehr mit meiner Persönlichkeit glänzen, weil mich jemand mit Mimik, Gestik und so weiter erlebt, ja, sondern er sieht halt das, was die Internetseite präsentiert, und wenn das nicht spannend ist, dann wandern die Leute halt ab und kommen halt so schnell auch nicht wieder. Ja. Jetzt muss man sich natürlich Gedanken machen, was passiert, wenn die Leute nach meinem Vortrag auf meine Website gehen? Wie schaffe ich es dann, die Leute auf meiner Website zu halten, beziehungsweise mehrere Touchpoints anzubieten, also Berührungspunkte mit mir als Marke oder mit meinem Produkt, dass die Leute wirklich gern auch wiederkommen und sagen, ey, das war irgendwie wertvoll, oder das sogar teilen. Ja. Es tut mir jetzt wirklich leid, aber ich muss wirklich die Frage auch wieder mit der Positionierung beantworten. Hau rein. Braucht dir nicht leid tun. Ja, aber das ist ja wirklich das Fundament, was man erklären muss, weil die Antwort ist eigentlich total einfach. Wenn ich ein Problem habe und das nicht nur ein Problem ist, sondern ein teures Problem, was ich habe und wo ich eine Lösung dafür suche, und mir jemand kommt und sagt, hey, ich habe eine Lösung für dich, dann natürlich interessiert mich das. Und natürlich will ich da mehr erfahren. Und da brauchen wir dann gar nicht mal, ich sag mal, in diese Dark UX rein oder irgendwie versuchen, Conversion Optimization oder Growth Hacking, alles Begriffe, die ich eigentlich ziemlich verabscheue, zu machen, wenn man den Kunden gar nicht kennt. Und das ist halt eben genau dieser Punkt, wenn ich ein teures Problem habe und darauf komme, dann spricht mich eben genau eine bestimmte Sprache einfach an und sagt mir, ja, dieses Problem, das musst du nicht haben, weil es gibt eine Lösung dafür, dann bin ich da auch bereit, mir was durchzulesen, oder ich bin bereit, mich irgendwo einzutragen, was zu kaufen, irgendwie einen Prozess anzustoßen. Und deswegen muss das mal grundsätzlich gelöst sein. Da gibt es auch genug Beispiele in der Welt von Firmen, die das wirklich gut gemacht haben. Und eine Sache, die ich ganz spannend fand, ich weiß nicht, wann du zuletzt eine Pampers-Werbung im Fernsehen gesehen hast. Ich gucke kein Fernsehen. Und Pampers ist denkbar schlecht für Kinder. Moltex, das, bitte. Genau, das habe ich auch gehört. Das haben sehr, sehr viele Eltern erzählt. Aber spannenderweise, wenn du da eine Werbung mal anschaust, dann siehst du immer schlafende Eltern. Mhm. Ziemlich genau rausgefunden, ich meine, die Zielgruppe ist nicht das Kind, sondern Zielgruppe sind natürlich Eltern, die schlafen wollen, die Ruhe einfach nur zumindest auch eine halbe Stunde länger schlafen wollen. Und wenn jetzt ein Produkt herkommt mit dem Versprechen, wir schenken dir mehr Schlaf, ist das natürlich ein teures Problem für genau diese Zielgruppe. Und ich glaube, das ist auch so einer der Gründe, warum Pampers so einfach allgegenwärtig bekannt ist. Wenngleich, wie du richtig sagst, es weitaus bessere Produkte beispielsweise gibt. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, Daniel, weil das zeigt einfach, wie hart diese Werbung an der Psychologie arbeitet. Ja, es geht gar nicht um Auslaufschutz und Gedöns, sondern es geht halt einfach darum, dass das Schwierigste für Eltern einfach im Babyalter ist, wie kriege ich Schlaf, ja? Und alles, was da hilft, dann auch eine Windel, ja, das kaufe ich natürlich, ja. Was Eltern Geld ausgeben, ich weiß ja von mir selber, um irgendwelche Kinderwagen-Rüttelmaschinen oder weißt du, Wiegenstubenwagen, unfassbar, ein riesiger Markt. Und da ist das natürlich ein schönes Beispiel. Und spannend ist es eigentlich. Wenn du mal überlegst, jedes Produkt, was du kaufst oder jede Dienstleistung, die in Anspruch nimmst, die kaufst du eigentlich nicht wegen, oder in den meisten Fällen nicht wegen dem Produkt oder wegen dieser Dienstleistung. Es gibt diesen schönen Satz, du brauchst, also ich muss das jetzt kurz interpretieren, ich weiß nicht mehr genau, wie der Satz eigentlich ging, aber du brauchst kein Loch in der Wand, sondern willst das Bild direkt schön an der Wand. Ja. Genau. Weiß nicht mehr genau, wie die, also inhaltsmäßig stimmt es soweit. Und das ist eben auch eine spannende Sache. Und wenn man da, also Hilfl ist da auch ein tolles Beispiel, die
draufgekommen sind, eben, ja, die Leute wollen gar keine Bohrmaschine mit noch mehr Umdrehungen oder noch mehr Schlagkraft oder irgendwie sowas, sondern die wollen halt eben genau dieses Bild an der Wand. Warum bieten wir dann einfach nicht Möglichkeiten an, zum Beispiel so eine Maschine auszuleihen oder kurz, oder weiß nicht, 2 Wochen zu mieten oder irgendwie solche Konzepte. Und ich glaube, da sind wir jetzt wieder so in diesem Bereich Disruption. Wenn du eben genau weißt, welches Problem deine Zielgruppe hat und da auch wirklich darauf eingegangen bist, dann ist es eigentlich auch ein leichtes mit den Produkten, die du hast oder Dienstleistungen, die auch so darauf anzubieten, dass sie eben genau diesen Nerv von der Zielgruppe trifft. Und da kannst du natürlich durchaus auch jedes Jahr vielleicht ein neues Produkt oder einen neuen Ansatz mal testen und mal schauen, funktioniert das, und damit auch zum Beispiel dein altes Geschäftsmodell komplett kaputt machen. Aber es ist natürlich besser, wenn du es selber machst, als wenn es irgendwie ein Konkurrent für dich macht. Was da total spannend ist, dieses Jobs to be done Modell. Hast du davon schon mal gehört hast? Ja, aber erkläre ich mal, dass, also, dass wir hier keine ich glaube, Buzzwords macht so auf Clayton Christensen. Und es gibt eine tolle Geschichte, ich glaube, The Milkshake Story heißt es, glaube ich. Und das war ein Paper, was er geschrieben hat mit seiner Staff, also er ist ja ein Universitätsprofessor. Und wurde, glaube ich, von McDonald's beauftragt, dieses Frühstücksmenü zu optimieren. Und die haben erstmal diesen Analyse betrieben, mal geschaut, so was ist vormittags überhaupt los, wann kommen die Leute, was bestellen sie, und sind halt draufgekommen, dass die meisten Leute über den Drive-In Milkshake bestellt haben. Und haben dann über dieses Jobs-to-be-done-Modell Leute interviewt. Also Jobs-to-be-done, das bedeutet eigentlich nur, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, Produkte und Dienstleistungen werden meistens aus anderen Gründen gekauft, eben weil Leute es in den Job zu vergeben haben. Das klingt jetzt im Deutschen ein bisschen komisch, aber in der amerikanischen Sprache oder in der englischen Sprache ist es eigentlich durchaus üblich, dass man auch so sagt, I hired the neighbor's boy for mowing my land oder irgendwie sowas. Mhm. Also dieses Leute einstellen, Job vergeben, auch im privaten Bereich zugange ist. Auf jeden Fall sind sie draufgekommen, das sind alles Leute gewesen, die auf dem Weg zur Arbeit waren, die vielleicht eine Stunde oder länger zur Arbeit fahren mussten. Die brauchen irgendwie eine Beschäftigung während dem Fahren, und sie brauchten irgendwas, was sie so füllt, dass sie nicht um 10, 11 gleich wieder Hunger haben, sondern eben bis zum Mittagessen ausfahren können. Dann kommt noch eben dieser Cupholder in den meisten Autos. Gerade in den USA hast du natürlich Plätze, wo du dein Drink halt irgendwo hinstellen kannst. Und besonders, wenn du es mal vergleichst mit allen anderen Produkten, die McDonald's anbietet, von einem Donut über einen Bagel über, keine Ahnung was, also ein Bagel, der stopft wahrscheinlich nicht genug. ein Donut, der ist zu schmierig und man macht das ganze Auto irgendwie voll. Andere Sachen sind schwer zu essen, und ein Milkshake ist halt so einfach, der steht da einfach da und ist einfach zu konsumieren. Und das Resultat, was die dann gemacht haben, war einfach verschiedene Größen des Milkshakes anzubieten, ein bisschen Fruchtstücke reinzumachen, den ein bisschen füllender zu machen und so weiter. Und da kommt eben dieses Jobs-to-be-done-Modell so ein bisschen raus, weil das Problem, was die Leute hatten, eben genau eine Unterhaltung und eine Sache zu konsumieren, die sie einfach voll macht. Und das ist der Job, den sie zu vergeben hatten. Und der Milkshake war einfach die beste Lösung dafür. Da wiederum, es geht ja gar nicht um diesen Milchshake, sondern es geht eben um die Dinge, die man damit machen will. Ja. Also ich will gerne nochmal auch auf dein Bohrmaschinenthema zurückkommen, weil für mich gibt es so ein magisches Wort, und daraus resultiert natürlich auch eine zentrale und wichtige Frage. Das magische Wort ist befähigen. Die Frage ist, wie befähige ich meine Zielgruppe für etwas? Und das ist ja genau das, wenn ich Bosch bin und Bohrmaschinen entwickle, dann sind die Umdrehungen vielleicht für den Hardcore-Handwerker total geil, damit er seinem Kumpel erzählen kann, dass die jetzt mehr Power hat als seine alte Bohrmaschine. Aber in der Regel wollen wir die Menschen ja befähigen, ein Loch in die Wand zu bohren. Ja, und das super smart, super einfach und im Idealfall vielleicht mit einer Maschine, die mir nicht gehören muss, weil warum muss ich die besitzen? Also das ist für mich auch eine Veränderung dieser Zeit. Also auch das ist eine tolle Idee von dir, die wirklich ausleihbar zu machen. Ja. Also da sind wir ja schon fast im Geschäftsmodell auch drin. Ne? Also das finde ich ganz spannend. Das Thema Befähigen finde ich insofern wichtig, und um da auch nochmal auf dein Beispiel zu kommen mit der Website. Man sagt ja, man braucht 7 Touchpoints mit einer Marke, mit einer Persönlichkeit,
damit ich oder um am Ende zu kaufen. Also nach 7 Touchpoints in der Regel kaufen die Leute. Touchpoints sind, ich habe einen Blogartikel gelesen, vielleicht einen Podcast gehört, einen YouTube-Film gesehen, ich habe denjenigen auf der Bühne erlebt und so weiter und so fort. Also da sieht man mal, welche Anstrengungen man gerade in der digitalen Kommunikation oder überhaupt in der Kommunikation, im Außenauftritt investieren muss, um jemanden zu einem Kauf zu bewegen. Ja? Leute buchen mich zum Beispiel als Berater ein Jahr, nachdem sie den Podcast das erste Mal gehört haben. Ein Jahr. Also da sieht man auch mal diese Zyklen, die es dann einfach braucht, damit Vertrauen entstehen kann. Und ich finde es so extrem wichtig, ich beantworte immer wieder die Frage, warum funktioniert meine Website nicht? Ja, weil die Website keine Möglichkeit hat und mir keinen Grund liefert, immer wieder vorbeizuschauen, weil sie mich zu nichts befähigt. Ja, und das ist, glaube ich, ein zentraler Schlüssel. Also ich möchte da kurz eine Parallele ziehen zu Extension of Man von Marshall McLuhan, wo es ja auch wieder um diese Erweiterung von uns Menschen geht. Und das ist ja immer so eine Art Befähigung. Und ich glaube, das ist so dieser Grundgedanke, der uns auch in der Digitalisierung fehlt. Wie können wir digitale Werkzeuge beispielsweise benutzen, die uns befähigen, Dinge zu tun, die wir vorher nicht tun konnten? Und das ist eben so die grundsätzliche Frage, die man sich immer stellen müsste. Jetzt konkret zu diesem Punkt finde ich, Leute kaufen erst, oder beziehungsweise andersrum, es braucht zwei Dinge, die unheimlich wichtig sind. Das eine ist das Vertrauen. Und das andere ist eine gewisse Autorität. Mit dem Vertrauen meine ich, dass man einfach eine Beziehung aufbaut, indem man ein Vertrauen hat, dass die Person dieses Problem lösen kann oder dieses Unternehmen dieses Problem lösen kann. Mit Autorität meine ich, dass ich weiß, dass dieses Unternehmen, diese Person ein Experte ist in dem Bereich, in dem sie eben vorgibt, einer zu sein. Und beides sind eben Dinge, die passieren eben nicht auf gleich. Das heißt, wenn ich irgendwie die Koryphäe schlechthin auf einem Vortrag sehe, dann brauche ich natürlich auch erst ein bisschen Zeit, um mal rauszufinden, ist es wirklich, also stimmt das alles, was die Person erzählt? Und das sind durchaus auch Abläufe, die, ich sag mal, nicht wirklich aktiv gesteuert sind, sondern auch sehr viel unterbewusst vorkommen. Und daher kommt auch so ein bisschen dieses Gedankenmodell mit diesen Touchpoints. Ja. Und ja, wie du schon richtig sagst, ich finde, digitale Kanäle können dir da wahnsinnig unterstützen, aber ich finde trotzdem, du musst einfach diese Basics richtig hinkriegen, damit das einfach funktioniert. Mhm. Und ich habe da eine Sache zum Beispiel auf meiner Webseite stehen, wo ich sage, digitale Strategie fängt analog an. Und ja, geil. Genau das meine ich damit. Die Positionierung ist komplett analog, eine Strategie ist auch komplett analog. Eine Webseite beispielsweise ist auch für mich eigentlich grundsätzlich mal eine analoge Sache, die auch gleichzeitig ein Flyer sein könnte. Verschiedene Kanäle kann durchaus auch analog sein. Und erst wenn die passen, würde ich dann einfach das ins Digitale reingeben. Also für mich ist digital so ein Booster, mit dem man das einfach dann schneller, automatischer, billiger, preiswerter, größer, skalierbarer und so weiter machen kann. Mhm. Aber wenn man grundsätzlich da mal, ja, ich sage mal, das Falsche reinkippt, kommt auch das Falsche hin wieder raus. So ist es. Nice. Zum Thema Befähigung. Du hast mir vor dem Interview gesagt, dass du noch was Tolles hast, damit ich, der ich interessiert bin an einer Website oder ich baue gerade vielleicht an meiner Website und so weiter, was man da tun und beachten sollte. Also ich habe da vor einiger Zeit so ein, weil es irgendwie leid war, weil mich so viele Leute gefragt haben, hey Daniel, wie baut man die perfekte Webseite? und dann habe ich einfach so auf dem Blatt Papier einfach Titel, die perfekte Webseite, und das einfach auf dem Blatt Papier einfach hingeschrieben. Und was eigentlich so ursprünglich ein Witz war, ist, da wird so eine Anleitung raus mittlerweile, die ein bisschen professioneller aussieht, hoffe ich zumindest. Und zwar ist es so ein One-Pager, und da habe ich eine Webseite drauf mit echten Inhalten und weiteren Kommentaren. Warum, also grundsätzlich mal, welche Elemente es auf einer perfekten Webseite braucht, warum die gerade in der Reihenfolge da sind und eben so ein paar Kommentare, ein paar Hilfestellungen gegeben, wie sowas eben konkret aussehen kann. Und das kann man kostenlos auf meiner Webseite runterladen, das gebe ich auch meinen Kunden immer mit, einfach so, damit man sich noch bisschen dran hangeln kann und das einfach vielleicht mal einmal ausdrucken und immer, wenn man an seiner Website arbeitet, vielleicht das daneben halten, dann kann man einmal schauen, stimmt die Richtung noch oder stimmt die nicht, weil wie wir auch schon gesprochen haben,
dass man digitalen Prozess von, oder den gesamten Prozess von Kennenlernen bis zu Vertragsunterzeichnung oder Produktkauf eben haben muss, gibt es auch innerhalb einer Webseite genauso einen ähnlichen Prozess, wo man eben auch eine Person abholen muss und die eben über verschiedene Schritte dann zu einem Punkt hinführen will, muss, den man eben möchte, dass die Person ausführt. Mhm. Und es hört sich so ein bisschen abstrakt, an, aber ich sage es mal ganz einfach, auf einer Restaurant-Webseite gibt es ja auch nur bestimmte Möglichkeiten, die ich wirklich machen möchte. Von einer Reservierung, die wahrscheinlich das Wichtigste ist, aber dann wahrscheinlich rausfinden, hey, wo ist denn das Lokal überhaupt, wie komme ich hin, bis zu, was gibt es denn da zu essen und welche Preisklasse ist das? Und wenn man das dann in so einer Struktur eben aufbaut, dann funktioniert eben die Webseite auch. Und ja, genau. Ich fange jetzt da gar nicht drüber an, mich drüber aufzuregen, weil es gibt echt viele Webseiten, die das einfach nicht so hinkriegen. Und die Struktur ist eigentlich relativ simpel, aber ich weiß, genau in dieser Einfachheit steckt halt der Teufel im Detail und die Schwierigkeit eben, das auch diese, ich sag mal, komplexe Abläufe in eben einfache Sprache runterzukriegen. Ja, und ich meine, Website, das ist ja das wichtigste Basic, was wir haben. Also bei mir ist es so, wenn ich nach neuen Interviewgästen jetzt auch für einen Podcast zum Beispiel suche, ja, und die Website passt nicht oder der Inhalt ist irgendwie steinalt, ja, dann überlege ich mir das wirklich dreimal, ob ich diese Person einlade. Also das ist der erste Eindruck zählt, sagt man ja immer, ja, der erste und der letzte. Und das ist für mich der erste Eindruck. Und wenn der nicht funktioniert, wenn das nicht spannend ist, wenn das nicht inhaltlich eine gewisse Tiefe hat und mich zu etwas befähigt, nämlich ein Profil in meinem Kopf über die Person oder das Unternehmen herzustellen, dann ist es natürlich echt bitter, dann funktioniert das Digitalthema einfach nicht. Ganz genau. Und ich meine, so kann man es ja auch vorstellen, die Website ist effektiv ein Mitarbeiter eines Unternehmens. Ja. Der ist ja 24 Stunden online und erklärt Leuten, die dir besuchen, was du eigentlich machst. Und deswegen muss das einfach genauso gut funktionieren, wie wenn du es persönlich oder wenn es der Geschäftsführer persönlich auf irgendeiner Veranstaltung macht. Und das, um deine Analogie noch weiterzuführen, die Frage ist, wie viel Geld investiere ich in diesen Mitarbeiter pro Monat? Also Mitarbeiter braucht ja Geld, ne? Also dem bezahle ich ja ein Gehalt. Ja, und jetzt muss man überlegen, wie viel Gehalt zahle ich denn meinem digitalen Mitarbeiter, der weitaus mehr arbeitet oder zumindest mehr präsent ist für meine Kundschaft, ja? Der keinen Urlaub hat. Also das ist vielleicht auch nochmal eine Überlegung wert. Da reicht's halt nicht, wenn ich sage, ich habe mal 300 Euro investiert im halben Jahr, damit ich die Bilder aktuell kriege. Mhm. Ja, also das ist, da sehe ich auch noch einen ganz großen Nachholbedarf, vor allen Dingen bei kleinen mittelständischen Unternehmen, super wichtig. Was da dann oft kommt, ist, ja, wir kriegen ja, also unsere Kunden kommen ja normalerweise nicht über unsere Webseite. Das ist dann oft so ein Spruch, den ich dann höre. Aber wie du jetzt gerade gesagt hast, die Webseite spielt ja immer irgendwo eine Rolle. Also was ganz oft der Fall ist, angenommen, man hat jetzt vielleicht einen Workshop gemacht und schickt jetzt das Angebot rüber. Angenommen, das ist eine Beratungsfirma. In dem Fall kann man sich ziemlich sicher sein, dass der Kunde oder der mögliche Kunde nochmal auf die Webseite schaut und nochmal sagt, nochmal so ein letztes Gefühl abzuholen beispielsweise. Im Sinne auch, stimmt das ungefähr, passt das ungefähr? In diesem ganzen Prozess wird die Website einige Male besucht. Und da kann man natürlich auch nochmal unterstützend tätig sein und wirklich auch diesen Verkaufsprozess einfach besser machen. Und ja, also der einzige Fall, nur mal um da kurz reinzugrätschen, der einzige Fall, den ich mir vorstellen könnte, ich denke die ganze Zeit drüber nach, warum ich vielleicht keine oder eine Adresse auf meiner Website brauche, wäre, wenn ich weit und breit der Einzige wäre, der das anbietet. Ja, aber das ist ja mittlerweile nicht mehr der Fall, wie wir es vorher hatten. Also ich kann mit Google kann ich mir gleichzeitig ein Beratungsunternehmen aus den Staaten holen und ja, wahrscheinlich ist die Arbeitsweise gleich gut, wie wenn die jetzt hier in München sitzen würden beispielsweise. Ja. Nice. Wichtig. Daniel, ich könnte mit dir natürlich stundenlang reden, ist ja völlig klar, da wir beide irgendwie in der gleichen Branche arbeiten und ich das einfach wichtig und toll finde und am besten soll es noch tausendfach mehr Berater geben, die zum Thema digital unterwegs sind, weil da gibt's einfach noch so unfassbar viel zu tun.
Ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. Was ich mit dem Markenrebell und über 70.000 Hörern pro Monat bereits erfolgreich geschafft habe, möchte ich nun mit dir teilen. Da mein Kalender ständig überfüllt ist und ich mit Leuten arbeiten will, die wirklich in die Umsetzung kommen wollen, sind meine Zeitfenster begrenzt. Bewirb dich also jetzt gleich für mein Podcast Mastery Coaching. Mehr dazu unter markenrebell.de/podcastcoaching. Den Link findet ihr natürlich auch wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. In diesem Coaching werden wir uns ganz intensiv mit dir als Marke und deinem Business beschäftigen. Es gibt Praxis, Praxis und nochmals Praxis. Du kannst mir alle Fragen stellen und alles das, was ich dir erzähle, kannst du sofort umsetzen. Also gib dir als Marke eine Stimme. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Und nun geht's weiter hier. Ich würde ganz gerne so ein bisschen abbiegen zu der berühmt-berüchtigten Q&A-Session. Mhm. Doch bevor wir mit den Fragen anfangen, vielleicht noch die eine Frage. Gibt es gerade so ein Passion-Project, wo du sagst, hey, das habe ich gerade auf dem Tisch oder das darauf freue ich mich, das gehe ich jetzt demnächst an? Also tatsächlich eines, was ich gerade habe. Ich habe die eine Keynote vorher schon angesprochen. Ich arbeite jetzt gerade an der dritten. Für mich ist das so eine Art Trilogie. In der ersten, das war The Lost Medium. Habe ich so ein bisschen in die Vergangenheit geschaut, vor allem jetzt 60er und 70er Jahre, habe da Projekte rausgezogen, die einfach verstanden haben, wie Digitalisierung uns wirklich weiterbringt, wie sie eben genau mit dieser Werkzeugmetapher die Menschheit wirklich weiterbringen können und wirklich uns unterstützen kann, komplexe Probleme zu verstehen und zu lösen. In der zweiten bin ich dann so ein bisschen eingegangen, es war der Bullet Hole Misconception, ist ein bisschen so eingegangen, wie können wir uns in der Struktur bewegen, in der solche Gedanken möglich sind, in der wir selber wirklich innovativ, wirklich disruptiv sein können. Und jetzt der dritte Teil ist so ein bisschen eine Zusammenfassung von den beiden und ich versuche da wirklich so konkrete Handlungsvorschläge, wirklich konkrete Methoden, konkretes Modell aufzuarbeiten und das zu präsentieren. Und das ist gerade ein Ding, an dem ich arbeite. Ich habe jetzt ein paar Anfragen für dieses Jahr. Also ich denke, in diesem Jahr werde ich die auf jeden Fall noch irgendwo präsentieren. Und das ist gerade so ein Projekt, wo relativ viel Zeit und, ich sage mal, Gedanken von mir reinfließen. Aber für den, den es interessiert, kann man gerne auf meiner Webseite kurz schauen. Bei den Talks, die ich gegeben habe, sind beide online, auch auf YouTube. Da kann man die mal anschauen. Natürlich alles in den Shownotes verlinken, deine Website und wer Lust hat und hier dabei sein möchte oder beziehungsweise Daniel als Speaker buchen möchte, der kann gern sich bei mir melden und ich mache ein Intro und dann leiten wir das natürlich alles entsprechend weiter. Daniel, ich würde jetzt die Q&A-Session starten, dir eine Reihe von Fragen stellen und würde dich bitten, einfach ganz kurz, weil wir ja schon über eine Stunde produziert haben hier, auf die Fragen zu antworten mit einem Wort oder einem Satz. Alles klar. Frage Nummer 1. Was ist deine Mission? Menschen mit Technologie zu befähigen. Mhm. Meine Lieblingsfrage. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß? Ich glaube tatsächlich, das Fliegen, darüber spreche ich nicht so wirklich viel. Aber das wäre richtig genial, in eine Keynote mit reinzunehmen. Schöne Analogie für dich, dieses ist Abheben. Ist tatsächlich auch in der ersten schon drin, da fange ich genau mit dem an. Sehr geil. Okay. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Ich glaube, Kreativität in starren Abläufen reinbringen. Mhm. Das ist ein interessantes Wort. Aber sehr cool. Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business? Also, wer mich wirklich beeindruckt hat, das war Doug Engelbart. Das war einer der Väter des Personal Computers. Und der hat 1969 hat er eine Demo gegeben, wo er einfach so sein Modell und sein Gedankenkonstrukt dargestellt hat. Das ist wirklich eine Empfehlung, das mal anzuschauen. Und auch unter dem Gesichtspunkt, was damals schon möglich war. Und seine Methoden dann, also wen es interessiert, kann ich mich gerade anschreiben, kann ich ein paar Methoden rüberschicken, die auch heutzutage noch anzuwenden. Das ist eine extrem spannende Sache. Super.
Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Ich glaube eben genau diesen Gedanken, dass man einfach Technologie wirklich hernehmen kann, um Menschen besser zu machen. Und ja, das daran arbeite ich selber noch, das ein bisschen besser formulieren zu können und besser rauszubringen und zu sagen, wirklich Leuten sagen zu können, genau so kann man es machen. Momentan sind das viele, ich sage mal so Ideen, Philosophien, aber ich glaube, das wäre meine Antwort. Mhm. Kannst du uns 3 Internet-Ressourcen oder Mobile-Apps empfehlen, die du selbst verwendest? Also eine Sache, was ich spannend finde momentan, ist Airtable. Ist zum Beispiel so ein Excel on Steroids, was noch ein bisschen weitergeht und eben diesen Gedanken auffasst, was eben von Doug Engelbart damals gemacht hat. Wie kann man einfach Daten so strukturieren, dass man da auch verschiedene Sichten drauf hat und einfach neue Erkenntnisse aus bestimmten Daten rausmachen kann. Und ich habe damit zum Beispiel mein eigenes CRM gebaut, benutze es auch für Planungen, für welchen Content ich wann poste, Planungen für Events und so weiter. Das war halt eine Sache. Ansonsten, was ich da vielleicht sagen könnte, was spannend wäre oder was ich vielleicht gerne reinbringen würde, wenn man in meinen Vortrag der Lost Medium kurz reinschaut, da habe ich 5-6 Beispiele wirklich rauskristallisiert und dargestellt, was heutzutage passiert, paar tolle Projekte. Vielleicht einen noch, Dynamic Land, ist auch eine Sache, die, glaube ich, jeder mal anschauen sollte. Das ist der Versuch, den Computer in einen Raum zu integrieren. Total spannendes Konzept gerade. Mhm. Sehr spannend. Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte? Das war wahrscheinlich Technopoly von Neil Postman. Wahnsinnig gutes Buch. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nee. Also Neil Postman war ein Medienkritiker, leider schon verstorben. Der hat so ein bisschen dieser Gedankenwelt mal aufgefasst, was ist eigentlich Technologie und wie bringt uns die als Menschen wirklich was? Und fangt bei euch in der Steinzeit an, wo er sagt, wir waren Toolbuilder am Anfang, wir haben versucht, eben Tools genommen oder Werkzeuge, um uns Dinge zu ermöglichen, sind dann in die Technokratie rein, wo wir gesagt haben, wir glauben zwar an Gott, das ist wirklich so diese primäre Wissensquelle, primäre Wahrheit, aber verwenden Technologie, um uns das alles besser zu machen, um unser Leben besser zu machen. Wir sind mittlerweile in dieser Technopoly gelandet, wo die Technologie die allgemeine Wahrheit ist, wo es keinen Gott mehr gibt, aber wir einfach nur noch an diesen Fortschritt der Technologie glauben. Und das auch eben so eine spannende Aussage war, mal darüber nachzudenken. Und ein Beispiel, was mich da, an das ich mich erinnere, wenn du beispielsweise zum Doktor gehst und er dich einfach nur anschaut und sagt, ja, alles gut, ciao, dann fühlt man sich nicht gut beraten, sondern der Doktor muss irgendwie mit einem Stethoskop dich abhören, er muss irgendwie am besten in den MRT rein, er muss am Ende Pillen verschreiben, ansonsten glaubt man dem nicht. Und auch mal so die Frage stellen, warum ist das eigentlich so? Und da kann man, glaube ich, viel, also gerade wenn man im Digitalen unterwegs ist, ist, glaube ich, ein tolles Buch. Stark, super. Welche 3 Interviewgäste kannst du uns für den Podcast empfehlen? Wen würdest du hier gerne mal hören? Müssen die Deutsch oder Englisch sein? Deutsch. Muss ich kurz mal überlegen. Aber wenn man eine Idee simultan zu übersetzen. Also wen ich spannend finde als Gast ist der Olivier Blanchard, ist ein Kollege von mir, der auch im Digitalen unterwegs ist, der aber auch total spannende Ansätze da verfolgt und ein sehr toller Gast ist auf jeden Fall. Das zum einen den Hans-Christian Blunk, auch in München, der, ich sage mal, sehr schwierig zu greifen ist, aber ein wahnsinnig spannender Gast sein kann, mit dem tolle Gespräche, gerade ich sage mal, wenn man so ein bisschen einen Schritt zurückgeht und mal dieses große Ganze analysiert, dann ist das total spannend. Jetzt bräuchte ich noch jemand. Kannst du mal eine E-Mail schicken? Dir noch eine E-Mail, wenn er sich einfällt. Aber super, vielen Dank schon mal für die beiden.
Die werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Daniel, es war ein super spannendes Interview. Man sieht es auch an der Zeit, dass wir noch locker hätten weitermachen können. Und vielleicht hast du Lust, dass wir einfach eine Fortsetzung machen, so ein kleines Update. Ich würde gern mit der letzten Frage enden. Und zwar, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben? Ich glaube, sich nicht von der Digitalisierung überrennen lassen, sondern einfach das Leben selber in die Hand nehmen und die Tools, Werkzeuge benutzen, die einen besser machen, und alles andere auf Seite lassen. Also keinen Hypes folgen, sich nicht irgendwie aufschwatzen lassen, sondern einfach das raussuchen, was für einen wichtig ist, und da einfach seine Prioritäten setzen. Schön. Genauso lassen wir das stehen. Vielen Dank, Daniel, für dieses Interview. Aber vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, und sehr gerne auf einen zweiten Teil, wenn es irgendwann mal passt. Super, danke dir.